Dear. Aha. Tja, ich will euch mal was sagen. Passt mal auf, wie das losging alles. Es fing schon ganz früh an, ja. Dear, Motherfucker, ganz früh. Okay, dann leg ich mal los mit den ewigen Flows. Erzähl ich euch den Weg von dem Weg in die Phones. Es begann vor 10 Jahren in einem Vorort Colognes. Damals hörte ich ein Lied von dem Fantastik groß. Und ich wollte es auch, nahm einen Stift und den Block. Und so schrieb ich es auf, all den Shit aus meinem Kopf. Doch ich hatte keine Beats, war auch halb nur so tight, wie es klingt. Hab die Lines meinen Homies gezeigt und bekam meine Props für die Sachen, die ich schrieb. Doch ich konnte sie nicht rappen, war noch nicht mal ein MC. Ich brauchte Praxis, wollte spitten, doch kein DJ war da. Plötzlich waren im BWW diese Freebeats am Start. Und ich schrieb Millionen Texte, doch nur einer war gut. Und dann nahm ich es auf, denn mein Tape war gut. So vergingen ein paar Jahre und ich knöpfte dann Kontakte zu den Leuten, die auch rappten, hauten richtig auf die Kacke. Hat ne Crew und Projekte und wir planten neue Dinge. Meine Reime wurden besser, dieses Kribbeln in den Fingern hab ich nie vergessen. CHT und Mike weiß, was ich mein. Ich, seine Religion und Bush haben uns vereint. Doch dann kam dieser Punkt, der Ideen verliert. Und so saß ich zu Hause, hab mich neu fokussiert. Hat einen Blick auf die Welt und so schrieb ich es auf. Und doch prompt brachte ich solo mein Album heraus. Dann geschahen ein paar Dinge, wo ich heute noch nicht drauf schlauer werd. Ich wechsel die Location, zieh mein Mauerwerk durch Auerberg. Ich schließ Cologne hinter mir und bitte nimm durch Bonn an. Neuem Kopf von neuen Leuten hab ich nun gewonnen. Jetzt ist das Cool Tape am Start, DJ Gun, R.O.W. Und doch Neues bringen Neues für die Leute auf den Weg. Er war lang, doch gelohnt hat er sich, denn ich bin nach 10 Jahren Pro im Game Gym quasi King.